Das heilige Gestein. Meine Suppe! Ja, Kari, du Nichtsnutz, was fällt dir ein? Komm sofort her! Ja. Ha. Hm? Regenbogen, du schleichst immer noch lautlos wie eine Schlange. Ha! Ich hab noch jede Beute entdeckt. Meinen Adleraugen entgeht doch sonst niemals etwas. Da kommt er. Es muss sein. Das gilt nicht. In einem Tipi verstecken ist Schummeln. Psst, sieh doch nur. Oh, was sind das für Zeichen? Das ist eine Bilderschrift. Sie erzählt von der Geschichte unseres Volkes. Diese Bisonhaut ist sehr alt. Die Geschichte von unserem Volk? Die wollen wir jetzt von dir hören. Oh, bitte, der alles weiß. Ist es nicht Aufgabe des Schamanen, die Kinder zu unterrichten? Und diese Bildchen da, diese Schriftzeichen... Erzählen die von Pferden? Ja, sie erinnern an den Fang einer riesengroßen Mustangherde. Gut 200 Stück. Ein denkwürdiger Tag. Und das da? Sieht aus wie Bäume. Dort lebten einst unsere Vorfahren, bevor sie sich hier niederließen, in den großen Ebenen. Da, das ist doch die Schwarznadel. Den Berg kenne ich, er ist gar nicht weit weg. Was bedeutet das Zeichen? Ich kann es nicht entschlüsseln. Es zu wissen wäre wichtig für unser Wohl. Doch keiner kennt die Bedeutung. Oh, ein Rätsel also. Das kriege ich schon raus. Lass das, Yakari. So geht man nicht mit geweihten Dingen um. Diese Dinge sind Wissenden vorbehalten. Ich habe euch ohnehin schon zu viel gesagt. Ich versuche mal, das nachzuzeichnen. Da war ein Blitz, ein Berg, noch ein Bisonkopf und die Friedenspfeife. Fällt dir dazu was ein? Vielleicht geht es um einen Zwischenfall auf dem Berg. Der Blitz hat einen Schaman beim Friedenspfeife-Rauchen getroffen. Und wenn es nun ein Schamane war, der versuchte, den Blitz auf einen Berg zu lenken? Um die Pfeife anzuzünden? Nein, es geht vielleicht um einen Schaman, der seine Pfeife auf diesem Berg verloren hat. Es gibt nur eine Lösung für das Rätsel. Man muss sich beim Schwarznadelberg umsehen. Ich finde die Antwort, Regenbogen. Ja! Hey, willst du nicht auf mich warten? Immerhin habe ich die Bisonhaut zuerst gesehen. Hoffentlich ist Regenbogen nicht böse. Ich habe so ein Gefühl, dass ich das alleine machen muss. Und nun? Willst du jeden Stein einzeln umdrehen? Die Schwarznadel war schon für unsere Vorfahren heilig. Vielleicht finde ich dort oben die Lösung für das Rätsel. Ohne mich. Mit meinen Hufen komme ich da nicht rauf. Ich warte hier. Ach, so ein kleiner Berg macht mir doch keine Angst. Ja, natürlich. Pass trotzdem gut auf. Das halte ich nicht lang. Oh je, so ein Tollpatsch. Brauchst du Hilfe? Regenbogen, wie? Nimm das Seil. Wir reden später. Oh, das sind die Schriftzeichen von der Bisonhaut. Die Kinder haben sie sich gemerkt. Und sie haben sich aufgemacht, um das Geheimnis unserer Vorfahren zu entdecken. Wir müssen sie einholen. Der Geist des Berges hat große Macht und ist sehr gefährlich. Folgen wir ihren Spuren.
Aussicht hier. Ja, aber schwer einzunehmen. Kein Wunder, dass sich unsere Vorfahren hier sicher fühlten. Das war's schon. Und jetzt suchen. Soweit ja, aber ohne dich wären wir glatt zu Brei gestampft worden. Danke, gebrochenes Horn. Schon gut. Doch was führt euch her? Ihr macht doch keinen Ausflug. Wir suchen hier die Lösung zu einem Rätsel, weißt du? Da geht es um die Geschichte von unserem Stamm. Du bist nicht der Erste. Ein Großer von eurem Stamm mit zwei Hörnern auf dem Kopf kommt oft und sucht überall. Aber er geht voller Wut mit leeren Händen. Der alles weiß, das hat er uns auf jeden Fall verschwiegen. Ja, der alles weiß, weiß auch nicht alles. Es gibt eine Stelle, da sucht er nie. Zeig sie uns. Vielleicht finden wir ja dort endlich unsere Antwort. Dort entlang. Aber ich weiß nicht, ob ihr Menschen das schaffen könnt. Oh. Ich gehe als Speer voraus. Wir halten dich gut fest. Wenn du Probleme hast, zieh zweimal am Seil. Siehst du schon irgendwas? Ein Felsvorsprung. Ich versuche rüberzukommen. Lasst etwas Seil. Bist du verletzt? Nein, zieht mich nur wieder hoch. Du bist zu schwer. Ich kletter hoch. Ich schaff das nie. Ich bin völlig erledigt. Du bist fast am Ende deiner Suche, Yakari. Großer Adler. Aber was kann ich tun, großer Adler? Sieh nicht mit den Augen, sondern sieh mit dem Geist, Yakari. Folge dem Pfad deiner Vorfahren. Folge den Rissen der Zeit. Den Rissen der Zeit? Welchen Rissen? Oh, könnte er das gemeint haben? Beeil dich, Yakari! Wir können dich nicht mehr lange halten! Ich habe keine Wahl. Ich muss... Loslassen! Ich habe einen Gang gefunden! Wir treffen uns unten! Ich folge dir! Auf jeden Fall kannst nur du mir helfen, hier wieder runterzukommen. Hier erfahre ich das Geheimnis der Bisonhaut, das spüre ich. Diesen Gang haben Menschen gegraben, unsere Vorfahren. Hm? Ganz rotes Gestein. Was hat das mit der Bilderschrift zu tun? Wo ist Yakari? Er ist auf der anderen Seite des Berges. Es geht ihm gut. Oh, endlich. Es tut gut, wieder auf der Erde zu sein. Und? Was ist es? Keine Ahnung.
Aber was ist das? Bestimmt ein Stein. Und dafür bist du auf den Gipfel der Schwarznadel geklettert? Also, das kann ja wohl nicht so schwierig sein. Natürlich! Das konnte ich unmöglich sehen von oben. Von hier ist es ganz klar. Das Zeichen sollte keinen Blitz darstellen, sondern den Riss in der Felswand. Bravo! Aber was stellen die anderen Zeichen dar? Der Büffelkopf steht möglicherweise für das Festgewand des Schamanen. Und die Friedenspfeife, weiß ich nicht. Der heilige Stein. Das ist der Stein, aus dem wir unsere Friedenspfeifen machen und andere geweihte Gegenstände. Ein seltenes Gestein und wir haben vergessen, wo es zu finden ist. Wo hast du ihn gefunden? In der Felswand da oben.